Hi, weiter geht's mit Kriegsgeist Warmind. Und Mission Wille der Tausenden, Braytek Futurescape. So geht's weiter. Wir haben Flashpoint Nessus, Schmelzdecke, bla 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 bla. Und die heroischen Strikes. Mein Clan ist wo Masteln. Gehen wir mal zum Mars, machen wir da weiter. Vielleicht weniger mit der Storyline, da brauchen wir 340. Ich würde gerne noch ein bisschen hochleveln. Die Frage ist, was machen wir da? Warcraft. Applaus, Applaus. Ich habe mir mal mein Himmelsbanner Eid und Risikoreich rübergezogen. Dim funktioniert wieder. Damit Dim funktioniert, müsst ihr allerdings hier die von allen Charakteren die Gesten konfigurieren. Und ja. Und dann schauen wir mal weiter. Da ist ein Public Event, das sind die Hexen. Hier oben ist ein Abenteuer. Machen wir mal die Abenteuer. Ein bisschen höher grinden. Damit wir dann in aller Ruhe die Story weitermachen können und dann die Quests. Falls ihr... Tja, keine Ahnung, wann ihr es guckt, also ist auch keiner da. bei YouTube wird es zu spät sein. Morgen, Vatertag, werde ich höchst wahrscheinlich auch streamen. So. Wo müssen wir hin? Okay. Ah, übrigens. Die Dinger hier, ne? Das war jetzt der Weiße. Das ist ein Kinetic. Daten, schlummernde Erinnerung. Und die gehen zusammen mit dem hier. Verlorener Erinnerungsfragment. Blabla und so weiter und so weiter. Wichtig ist, die alten Lagerdepots im Kernterminus und Olympus-Gefälle sind jetzt mit dem Hepatitis-Testnetzwerk verbunden. Wenn ihr euch das anschaut, gibt es dann halt hier nachher, wenn er dann durch die Gegend läuft, irgendwo dann hier irgendwelche Sachen. Aber wir entledigen uns dieses Information, man kann sagen, dieser Gegenstand kann gefahrlos gelöscht werden, aber ein bisschen Platz hier.
Ja, ich muss mal einlösen, aber das möchte ich nicht euch zumuten. Ja, und die Dinger, diese Memories, die sind halt immer spezifisch auf Kinetic, Void, Solar oder Akkus oder Valkyrie. Hey Hüter, ich empfange Seltsames über Funk. Sieh dir das mal an. Weißt du über Psionen Bescheid? Telepathisch, aggressiv und überraschend anpassungsfähig. Einst haben die Kabale sie erobert, doch jetzt kämpfen sie Seite an Seite. So, und wie gesagt, die sind immer abhängig von bestimmten Sachen und da mal auch diesen einen Fragment her. In der Schlacht, nämlich, dann haben wir mit den Dings das zerstört. Na, da hätten es noch einer. Yes. Sonnenbrenneis ist geil geworden. Ihre mit sich trugen, doch sie sind verschlüsselt. Es muss einen Weg geben, sie zu lesen. Ich check die Sensoren. Ah, bei dir in der Nähe ist ein Commander, der haben muss, was wir brauchen. Ja, zu diesen Memories, da gibt es irgendwie 45 von, habt ihr ja gesehen. Und wenn man alle hat, bekommt man was. Und vorher bekommt man auch schon was. Da hinten ist, glaube ich, auch eine. Die Frage nur, was für eine? Okay, Solar ist es nicht. Kinetic ist es auch nicht. Fett Chicken. Boah, ey. Sniper wäre nicht schlecht. Eine Einspeiseanlage. Wie viel kann die denn aushalten? Okay. Autsch.
Entschlüsseln wir die Daten gerade. Was wollen Sie? Transformation. Sich zu Schindern weiterentwickeln. Aber dazu brauchen Sie Rasputin. Die Kabale sind definitiv hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. Ja, die machen ihn nur sauer. Keine Sorge. Wir bekämpfen sie so oft es eben sein muss. Ach. Ich will jetzt eigentlich noch die Rakete abschießen. Hallo, Algus. Das typische. Haben wir es jetzt wenigstens alle? Nein, wir haben sie nicht alle. Dieses Ding geht nirgendwo hin ohne Lüftungssystem. Genau. Oh Mann, Leute. Echt ein bisschen eng hier, ehrlich gesagt, aber okay. Okay. Gut. Das Codesignal wurde auch entschlüsselt und wir sollen Rasputin erreichen. Cool. Ich untersuche, was davon noch übrig ist. Vielleicht können wir Ihre Technologie nachbauen. Ja, apropos. Ihr habt alles zerstört, oder? Was auch sonst. Dafür sind wir doch bekannt, oder? Ach so.
So, ich weiß jetzt auch, wie man das hier macht. Und zwar bekommt man bei Events irgendwelche Sondersachen, wenn man Platz hat. Oh Mensch. Und die kann man zusammenkraften. Und daraus ergibt sich dann eine Override-Frequenz. Und in der Override-Frequenz steht dann drin, welchen von diesen Rautendingern man öffnen kann. Also nicht jeder öffnet jeden. Also gibt es jede Menge neue versteckte Sachen, die man erstmal alle machen muss. Es gibt irgendwo eine Tür, die man öffnen kann, mehrere. In einem Level muss man keine Leute umbringen, damit man einen von diesen Spiegeln bekommt. Das ist schon, finde ich, ganz gut gemacht. Also na, komm schon. Valkyre, Schlimmer Simulanten, Hadesflamme, Aurora-Dolche. Diese Waffen der Zukunft werden heute vom Kriegsgeist Rasputin entwickelt. Möchtest du mehr wissen? Oh ja. Das Ziel des Kriegsgeistprojekts ist es, unsere Verteidigungssysteme auf unbemerkte Bedrohungen vorzubereiten. Wir lernen noch, wie wir uns mit Rasputin verbinden können. Aber er hilft bereits dabei, neue Waffen zu schmieden, die angemessen sind, um die Menschheit zu schützen. Die Kommunikation mit dem Kriegsgeist war seit Beginn des Projekts ein logistisches Anliegen. Doch der Hephaistos-Index ist ein vielversprechender Schritt für die Kooperation mit unserem neuen Commander und Beschützer. Dieser Katalog an Waffen der nächsten Generation umspannt planetare Kanonen bis hin zu kleinen und mittelgroßen Waffen, die für den Infanterieeinsatz geeignet sind. Zurzeit gibt es über 150 Projekte in verschiedenen Entwicklungs- und Forschungsstadien. Durch das Analysieren von Daten und das Erstellen von Berechnungen in phänomenalem Ausmaße kann uns Rasputin Anweisungen in mathematischer Form geben. Der Sprache des Universums. Dank der Zusammenarbeit von Clovis Bray Ingenieuren und Rasputin können wir beruhigt in die Zukunft blicken. Wissend, dass unsere Kinder in einer blühenden, sicheren Galaxie leben werden. Mhm. Okay, das war irgendwie vor den ganzen Events, ne? Bevor uns der Traveler irgendwie vorbeigekommen ist und uns andere Sachen am Kopf gefallen sind.
Okay. Oh, das wird langwierig. Okay, habe ich so schlecht getroffen beim letzten Mal. Hier kann man rein. Okay, hier auch. Sehr schön. Und das war's. Okay. Diese Vasa-Factory ist auch nicht schlecht. Sieht auch cool aus, das ganze Ding hier. Den hatten wir ja schon. Da haben sie uns die Warsats erklärt, also die Kriegssatelliten. Und hier geht's weiter. Ach stimmt, ich bin ja kein Titan. Echt jetzt? Falls in zwei Pillen benutzt eure über super oder wie auch immer. Da ist so ein Ding. Da fragt man sich hier direkt, ob jedes verschiedene kleine Dings irgendwas bedeutet. Na, da oben sind wieder ganz viele. Hehe. Zu. Yes. Das ist ihre Fitzung. Ah, da ist eine. Ah. Guten Tag.
Jetzt denkt man, dass jeder Lichtpunkt irgendwie diese komischen Dinger sind. Hoppala. Geht ganz schön weit runter. Ja. Okay, also hier darf man nicht lang. Aber ja, kann man lang. Kann man nicht erlangen. Okay. Es gibt übrigens ein Video von Dato. Okay, jetzt müsste ich nur hier runterkommen. Von da ist eine Leiter. Von Dato, der wo er alle Lokationen von diesen komischen Spiegeln oder Memory Notes zeigt. Falls ihr die mal sucht. Ja, keine Valkyrie. Ah, hier vorne ist nochmal ein Dings. So ein Not. Ja, machen wir weiter. Bevor hier alle Leute einschlafen. Beschütze Rasputins Knoten. Guck mal wieder runter. Nochmal so ein Warsat. Ah, beinahe ist noch gefallen.
Diese Psionen würden es niemals allein mit Rasputin aufnehmen. Ich frage mich, wer die übrige Rotlegion kommandiert, da Gor tot ist. Vielleicht ist es das, was die Psionen vorhaben. In Gors Fußstapfen treten. Was ist das? Sind wir fertig? Oben ist noch so ein Ding. Okay. Das war's. Besiege Feinde mit leeren Waffen oder Fähigkeiten. Machen wir ja. Öffentliche Event erfolgreich abschließen. Okay. Dann haben wir noch Region Chests. Heiß, Slow Cool. Und Electrical Skateboard. Public Event? Rasputin schickt die Walküre zu dir. Den muss man halten. Und dann. Na? Dann die Schwieger töten. Welcher immer das jetzt ist. Aber jetzt sind die Ritter und dann die Schwieger. Wenn man alle Schwieger hat, dann hat man. Und? Was? Dann hat man den Heroic Event. Und Rasputin aktiviert die Walküre. Komm. Es sind immer zwei Ritter normalerweise. Man darf das nicht zu schnell machen und nicht zu langsam. Kommt schon. Jetzt haben wir einen Heroic Event. Leute, nimmt doch einfach die Walküre.
tot. Kriegssatellit sicher. Alle sind so kurzer Zeit geschafft. Super gemacht. Naja, man kann aber natürlich auch alles mit Hand machen. So. Was haben wir hier? Maschinenpistole. 335. Dann nehmen wir nochmal die Riskaner höher. Risikoreich Katalysator. Finden den Strikes. Da gibt es auch noch Upgrades. Scharfschützengewehr. Ja, müssen wir behalten. 335, der ist schon höher. Tu mal den da rein. 340. Endlich muss man wiederholen. Mythen Chests. Last Sektor hier vorne. Also da runter gucken. Genau, gerade auf ein bisschen auf der linken Seite. Hier. Ach, du Schande. Stürzen wir uns ins Getümmel. Escalation Protocol. Die wollte ich ja. Komm. Bisschen weg. Aber da hat doch mal wieder einer zu viel abgebissen, oder? Ach, verdammt. Wo ist denn der die Escalation Protokoll aktiviert hat. Alleine. Der hat sich schon verpisst. Das ist geil. Ach, verdammt. Ja, 370. Ach, Leute, wisst ihr was? Dann lassen wir es einfach. Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier down zu sterben.
Noch eine Kiste. Okay. Oh. Mythenchest. Lost Sektor. Hier geht's dann weiter, da gehen wir jetzt aber nicht rein. Also man muss genau gucken, wo man diese Escalation Protocol Sachen auslöst. Ja, weil demzufolge ist immer besser oder schlechter, finde ich. Man sollte mindestens mit 2-3 Leuten sein, meiner Meinung nach. So. Eine grüne. Und dann haben wir hier die Region Chests. Dann haben wir noch die eine da. Die gucken noch 2 Stück. Und ein Public Event. Den nehmen wir noch mit. Automatikgewehr. Sonst was? Ja. Ah. Das ist der Warsack, ne? Ja. Gucken wir mal, ob wir den machen. Naja. Den nehmen wir mit. Den haben wir auch mal mitgenommen. Ich habe genau, was du brauchst. Die Valkyrie ist online. Die Schar darf den Kriegssatelliten nicht in die Klauen bekommen. Naja, aber trotzdem, zu schnell ist auch falsch. Ein bisschen zu schnell, Leute. Ich
Angriffssubroutinen gestartet. Der Speer sollte jeden Moment hier sein. Komm. Alle Daten wurden geborgen. Ich schicke sie dir, Anna. Pass. Danke, Güter. Tja, und es war wieder nicht. Zu viele. Leute, die nicht rausgegangen sind. Das ist halt der Problem, man muss halt dann rausgehen. Damit es nicht zu schnell ist. Naja. Wir sind auf dem Weg zum Lost Sector und zum Mission Chest. Und was haben wir? Raketenwerfer. Scout-Gewehr. Hat schon 40er. Behalten. Upp. Ah, we can just... Bitteschön. Stroloff. Oh, Kiste. Okay. Wie viel haben wir? 42. Ja, wird doch nicht viel mehr werden, ne? Machen wir es einfach. Gucken wir mal, was draus wird. Aber bevor wir weitermachen, machen wir eine kleine Pause. Okay, nochmal zu Anna Bray und gucken, was die verkauft. Ah!
Event. Hiermit kannst du die Schar in Schach halten. Die Schar darf den Kriegssatelliten nicht in die Klauen bekommen. Es ist ein bisschen Balanceakt. Man muss drin bleiben, um die Sachen zu aktivieren und rausgehen, wenn man zu schnell ist. Das Schar-Unterdrückungsfeld ist aktiv. Leute. Ach, Leute. Wir sind viel zu schnell. Das Schar-Unterdrückungsfeld ist aktiv. Unterdrückungsfeld ist aktiv. Die Schar schickt einen Ogre rein. Hiermit kannst du die Schar in Schach halten. Wir kümmern uns drum. Na? Habe ich die gerade an die Dicke gepackt, kann das sein? Ogre tot, Kriegssatellit sicher. Alles in so kurzer Zeit geschafft. Super gemacht. Genau. Aber auch hier hat man wieder gesehen, fast wäre es nicht passiert, der Heroic-Event. Das wird so ähnlich werden mit dem Blight. Die besessenen Fäule. Wo es immer noch Leute nicht kapiert haben, wie der funktioniert. Selbst nach einem halben Jahr Destiny 2. Haben wir alles? Wir haben alles an Maximum. Okay. Ja. Ach ja, genau. Erstmal Anabray und dann aktivieren. Und dazwischen eine Pause. Erstmal gehen wir kaufen und dann machen wir eine kleine Pause. Und dann
Mach mal den Rest der Story. Legen wir los. Genau, einmal den. Einmal den. 340. Braytech Vorschau. Oh. Sieht gut aus. Behalten wir. Ich sollte allerdings mal ein bisschen Platz machen. Ah. So, wir haben ja die gefunden. Scharfschützengewehr. Und noch ein Scharfschützengewehr. Also das können wir wegschmeißen. Das ist ja besser. Und dann machen wir das. Gute Scharfschützengewehr besser. Wenn ich jetzt intelligent gewesen wäre, hätte ich direkt mein Dings genommen. Mein Void-Scharfschützengewehr, aber ist okay. Impulsgewehr. Ich habe keine Impulswaffen normalerweise. Wohl. Oh, jetzt ist es zu spät. Ja, ein andermal. Da reif mit 40, dann hätten wir den 1 hoch. Behalten wir mal. Schuhe behalten wir auch. Wobei, ja, ich bin ein bisschen blöd. Ich hätte den hier abgrenzen sollen. Ist doch nur ein Punkt, aber immerhin. Pistole. Ich habe keine Pistolen. Aktuell. Hoffentlich bis bald. Genau. Hast du dich auf dem Mars schon eingelebt? Mhm. Also bis gleich. Nicht so schüchtern. Was liegt dir auf dem Herzen? Wart mal kurz. Rasputin hat ein bedeutendes Aufkommen an Hütern an einem Ort auf der Erde namens das Weinen festgestellt. Das Seltsame daran ist, dass kaum Schüsse gefallen sind. Hier draußen ist es viel ruhiger als in der Stadt. Der ganze Trubel fehlt mir nicht. Wie gefällt dir die Walküre? Ich wünschte, wir hätten solche Waffen im Dämmerbruch gehabt.
rostet, der rostet, was? Wieso schwebt der Warlock so gern durch die Gegend? Manchmal könntet ihr ja auch springen. Wie geht es, Ikora? Sie war ein echt tougher Warlock. Du ähnelst ihr wirklich sehr. Wart mal kurz. Ich glaube wirklich, dass Rasputin Gutes tun kann. Wir müssen ihm nur vertrauen, dann wird er auch uns vertrauen. Du bist keiner von diesen Anhängern von Osiris, oder? Diese Typen sind nämlich wirklich interessant. So, und zurück wieder. Und ja, dann mal ein Tag. Beschütze Rasputin. Mit Drucksäulen nimmt Rasputins Neuralnetzwerk auseinander. Und wenn er noch mehr Schaden anrichtet, dann könnte er eine Kettenreaktion auslösen, die den Mars in Schutt und Asche legen wird. Ich weiß nur, dass wir einen Vorteil haben. Die Walküre. Ich werde Rasputin nie vertrauen. Aber wir brauchen jede Waffe, die wir haben, um Xol aufzuhalten. Selbst wenn diese Waffe von einem Kriegsgeist angetrieben wird. Mhm. Zavala. Vuvuzela. Ich habe übrigens mal geguckt, in der englischen Version ist da kein Unterschied drin. Irgendwie haben die da jede Menge Zeug weggelassen. So, was haben wir damit gekriegt? Was haben wir denn gekriegt? Handschuhe. 35.
Der war gerade der Sound weg. Na. Schön viel Kraft. Oh. Verlorene Erinnerungsfragment. 25 Tage bis zur Abweichung. Aha, also man könnte aus diesen Notes, die man super verstecken kann und programmieren kann auf bestimmte Waffendaten, als Schließmechanismus benutzen. Also wird die Geschichte weiter erzählt. Wenn wir Rasputins Kern überlasten, können wir die überschüssige Energie nutzen, um die Walküre zu überladen. Ich glaube, dass wir nur so Xol ernsthaft schaden können. Komm ein. Oh, jetzt haut er ab. Öffne die Belüftungsschlitze der Inhibitoren und dann beschießt du sie mit allem, was du hast. Ja, die Riskoana ist genial, wenn man gut zielen kann. Was ich nicht kann. Irgendwie öffnen, okay. Ah. Okay. Achtung. Neuer Netzinhibitor ist offline. Kernenergielevel steigen. Dauerhafte Schwankungen führen zu kritischem Ausfall. Sämtliches okay. Personal ist angewiesen, Sicherheitsprotokolle zu initiieren. Nicht vergessen. Ein sicheres Arbeitsumfeld ist ein glückliches Arbeitsumfeld. Okay. Das ist wie ein Chess-Symbol.
da qualmt's. Ich bekomme seltsame Daten von diesem Knoten. Ich muss mir das genauer ansehen. Oh nein. Jetzt, da der Inhibitor offline ist, spielt das Neuralnetzwerk verrückt. Ich versuche es zu stabilisieren. Verteidige den Bereich. Nee. Oh, jetzt habe ich die Valkyrie, super. Kernenergielevel nähern sich kritischer Überlastung. Sämtliches Personal wird zur Evakuierung angewiesen. Ja, nur wie immer wieder nicht. Wir müssen hier mal wieder rumeiern. Sehr schön. Drauf gedreht. Ein bisschen lila, grün. Okay. Hm.
Ah, hier. Yes. Begebt euch zum Kern, bevor es kritisch wird. Jetzt wird eine neue Walküre geschmiedet. Ah, das war der verkehrte Typ. Machen wir. Na. Das ist wieder schlecht. Komplette Kernschmelze initiiert. Wer diese Nachricht hören kann, befindet sich zu nah am Kern. Das ist... Die Walküre pulsiert vor Energie. Geht über alles hinaus, was meine Sensoren analysieren können. Ja, da war sie. Jetzt ist sie weg, die Walküre. Okay. Über Zicht und Brutzelt. Was haben wir denn noch? 35er.
Nicht, dass das irgendwas Wirkliches bringt, aber... etwas so Mächtiges gesehen. Sei vorsichtig. Das war gerade der Wurmgott. Der da. Ah. Autsch. Autsch. Musst du denn immer so rumkotzen? Okay. Halte noch ein wenig durch. Anna bringt das Neuralnetz wieder online. Oh jo. Knoten. Ah, da ist ein. Ja, das Gleiche. Piss oder was? Ah! Kämpf weiter! Mach ich doch! Oh. Verdammt, Violett ist durch.
Der Speer ist online und bereit. Kämpf weiter! Ja, mach ich doch, ey. Okay. Verdammt! Boah, ich hab gedacht, der wird jetzt hier rüberkommen. Jawohl. Nicht auf mich drauf. Du hast es geschafft. Du hast deinen Traumgott erledigt. Das haben wir gemeinsam geschafft. Wir sind jetzt ein Team, Alan. Ein gutes. Wo war die nochmal? Der Ghost, ey.
Die Bray-Familie machte mich zu einem allsehenden Retter. Während deine Vorhut mich als primitive Waffe benutzen wollte. Doch das endet heute. Ich definiere die Realität meiner Existenz selbst. Ich kann bis zum Rande des Systems und darüber hinaus sehen. Nie wieder wird eine Bedrohung übersehen. Von diesem Tag an verteidige ich die Menschheit zu meinen Bedingungen. Ich bin Rasputin, Hüter von allem, was ich erblicke. Ich bin einzigartig. Was haben wir getan? Keine Sorge. Ist ein Kinderspiel. Okay. Also ist jetzt Rasputin das Schoßhündchen von Anna Bray? Wenn ihr sagt, es ist ein Kinderspiel, so einen komischen Typen zu beherrschen, der das ganze System überblickt. Auf der anderen Seite hätten sie vorgehabt, wäre die Red Legion nicht gekommen. Passt auf, eine weitere Einspeiseanlage kommt auf euch zu. Ne? Und der andere Punkt war ja auch, dass... durch den Reisenden diese komischen Dreiecks-Pyramidenschiffe aktiviert worden sind. Die Kabale sind definitiv hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. Keine Sorge. Wir bekämpfen sie, so oft es eben sein muss. Jawohl. Sollte eigentlich ausgereicht haben. Oder? Schauen wir mal. Ja. Ist alles ein bisschen eng hier, ehrlich gesagt, auf dem Ding.
Neuer Tag, neues Rig kaputt gemacht. Sehr cool. Ich untersuche, was davon noch übrig ist. Vielleicht können wir ihre Technologie nachbauen. Ja, apropos. Ihr habt alles zerstört, oder? Tja. Wir sind halt gut. Schreckt. Ice Chest. Schreckt ist in der Nähe. Da war ein Loch. Aber auch eine von diesen komischen Dingern. Oh, guck mal, da ist auch noch so ein Ding. Hm, war der nicht da? Ah, doch, da hinten versteckt. Ach. So. Warte, nu. Kriegsgeist. An der Beiz zurückkehren. Okay, so mir direkt. So cool hier draußen sind alle am Kämpfen und sie sitzt hier rum und keiner kommt hier rein. Das ist genau wie mit Asher. Schon mal was von Defragmentierung gehört, Rasputin? Kennst du das Sprichwort, sei vorsichtig, was du dir wünschst? Yep, das will mir nicht mehr aus dem Kopf, seitdem Rasputin ein brandneues Kriegssatellitennetzwerk aktiviert hat, unter seiner alleinigen Kontrolle. Ich sollte mich fürchten. Das wäre nur rational. Aber das tue ich nicht. Ich zweifle nicht daran, dass wir uns allem, was da noch kommen mag, gemeinsam stellen können. Ah, also. Zum einen hat Rasputin alle Kriegssatelliten runtergeholt. Hinten fiel gerade einer. Die Shield übrigens ein bisschen. Und hat jetzt neue abgeschickt, also die unter seiner Kontrolle sind. Und wir sollen die Geheimnisse von für Anna erkundigen. Und jetzt müssen wir zu Zavala. Okay. Und wir können Abenteuer, ein heroisches Abenteuer, tödliches Beben, erst alle anderen Abenteuer abschließen. Okay. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ah, es sind neue Abenteuer für früher. Ich wollte gerade sagen, wir hatten doch eigentlich alle gemacht. Einmal zur Erde. Bevor wir zur Erde gehen. Ich hasse es, dass die Kabale denken, sie könnten diesen Ort überfallen. So einfach können sie hier nicht einmarschieren und von meiner Familie stehlen. Sollten wir vielleicht mal. Oh ne, reicht noch. Wir haben noch genug Platz an Geld. Ach du schon. Und alles blinkt. Na, gucken wir mal. Können wir schon wieder was machen? Automatikgewehr. Ursprungsgeschichte, Scout. Oh. Oh. Hehe. Das müssen wir auch mal ausprobieren heute. Können wir wieder auf die Waffe umsteigen und das ist ein Fusionsgewehr. Weg damit. Hier haben wir ein neues Abzeichen. Ich bleib bei dem. Und das sind die neuen Sachen. Für den Ruhm, for the glory. Gilt für Gewinn, Verlust. Gewinne zählen hoch, Verluste fällt man runter. Und für die Tapferkeit ist einfach nur For Valor, ist einfach nur nach oben. Und wenn man dann halt die Dinger zurücksetzt, dann
kann man dann entsprechende Sachen bekommen. Bei Dingsbums, nicht Savala. Ach du Schande. Ach, die brauche ich doch gar nicht zu nehmen. Die kann man auch hier zerlegen. Ja. Ich will doch gar keine blöden Farben haben. Bufferüberfluss. Okay, also scharlachrote Leidenschaft natürlich. Bufferüberfluss, wie sieht das denn aus? Naja, mal gucken. Man weiß ja nie. Das ganze Zeug muss ich irgendwie wegkriegen. Token einlösen. Anbruchwärme? Ja. Arkus-Waffenkills, 10% mehr Glimmer im Hellasbecken. Merkur? Ich. Merkur? Ich brauche nicht mehr Glimmer. Okay. Willkommen, Hüter. Genau. Einmal den hier. Okay. Ja, wir verwarmen wir mal. Die werden wir wohl nicht upgraden erstmal. Für die Titan wird das interessant werden, weil beim Titan habe ich noch keine Rüstung für Ark. Was kann ich für dich tun, Warlock? So, 40er, den habe ich schon. Der hat eine normale. Da kann ich auch den nehmen. So, der sollte nämlich eigentlich Kinetik bekommen. Wenn ich ihn irgendwann mal hab. 40er, der hat 40. Simulator, Ego-Kralle. Ego-Kralle ist mein Solar. Das ist Leere. Das ist. Wo habe ich denn meine Arkhandschuhe? Da oben. Ark. Oh, was auch. Impulsgewehr. Ja, Impulsgewehr. Das soll mit das beste Impulsgewehr momentan sein. Wir werden das mal ausprobieren. Vielleicht. Da machen wir doch mal. 4 draus. Ein bisschen mit dem Schwert. Banshee. Bitte. Oh, da wäre jetzt gewesen. Nicht schlecht. Und Schawalla. Und noch Dings. Wir werden uns nicht wieder überraschen lassen.
Das Licht des Reisenden hat einen Pfad in einer Welt der Veränderungen erleuchtet. Doch je heller das Licht, desto dunkler die Schatten. Wie wir diesen Pfad begehen werden, wird unsere Zukunft definieren. Doch trotz all der Unklarheiten ist eines gewiss. Mein Glaube an dich und daran, dass du uns den Weg nach vorne weisen wirst. Okay. Also Energiewaffenkills beschleunigen deinen Granatenladerate. Verbündete in der Nähe. Ist die Frage, wie weit? Das ist natürlich ein schöner Buff. Und da gibt es noch Wurmgottberührung für die Titanen. Nahkampfkills erhöhen Nahkampfschäden. Das ist wäre so. Ja, super. Gucken wir mal. Der ist ja nicht schlecht. Oh. Erreiche in dieser Saison Rang 50. Okay, das wird schwer werden. Ja. Für den Titan wäre das nicht schlecht, vielleicht. Mit dieser arktischen Traumlandschaft. Cool. Bah. Geht sogar, aber dieses Ding hier vorne, das sieht ein bisschen doof aus. Es gibt einen Geiss. Naja. Ornamente, wenn man sie braucht. Pistole. Noch ein Element. Granatwerfer, der sieht eigentlich nicht schlecht aus. Bisschen umgelungt. Ein 150er. Scharfschützengewehr, Archimedes Wahrheit. Ist Reichweite in der Mitte, Leute. Ich finde, das ist Scharfschütze. Und Dienstrevolver. Die wahre Prophezeiung. Um Längen mehr, Reichweite, Schlagkraft. Stabilität ist nicht so gut. Und ein kleines Magazin. Okay, aber vielleicht das Schiff. Zurück Obwohl. An die Front. Wir schauen mal. Was hat unser Schex für uns? Ah, einer unserer hellsten Sterne. Ja, genau, da hatten wir schon mal drüber geguckt gestern. Genau, das hatte die Ruhmrang oder Tapferkeit. Also Tapferkeit ist das. Und bei Ruhm muss man hoch und runter gehen. Und da gibt es die Marine, ein Impulsgewehr. Naja, gut. Wie gesagt, man muss es dann auch spielen. Mal schauen. So, jetzt noch schnell zu Hawthorne. Clan-Engramme 340 Cap. Also, ja. Bedeutet, ganz am Anfang helfen sie euch und danach sind sie eigentlich nur dazu da, die anderen Sachen, die ihr habt, hochzuleveln. Und es gibt keine Raid oder Twilight Waffen mehr. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen doof. Mitternacht ohne Namen. Habe ich aber schon Mitternacht ohne Namen? Scout-Gewehr. Jetzt müssten wir nur gucken, haben wir noch ein Scout-Gewehr rumfliegen? Spurgewehr ist auch ein Automatikgewehr. Den wollen wir mal nicht wegschmeißen. Weil er passt gut bei Arcus, ehrlich gesagt. Weil da war ich immer so ein bisschen um zu. Oder weil. Bei Dings. Automatik Scout mit Bonner. Sehr schön. Tschüss. Ja, tschau. Ikora schon, Hüter. Hat jetzt auch Meditation. Wird
Möge dein Weg hell erleuchtet sein. Aber wir gehen mal weiter und gehen zu Anna. Nein, nicht hier. Da. Wir zwei unterhalten uns jetzt mal. Quest. Aha, Rasputin Waffenkammercode. Was ist das denn? Ah, das sind die Dinger, die man zusammenkraften kann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Um dann den Entschriftungsdings zu bekommen, damit man dann die Sachen dechiffrieren kann, diese komischen Rautenobjekte. Die gibt man aber bei Public Events oder irgendwelchen anderen Sachen nach. Ich habe keinen Zugriff auf manche von Willas Dateien. Was hast du angestellt? Wie gefällt dir die Walküre? Ich wünschte, wir hätten solche Waffen im Dämmerbruch gehabt. Ja, Willa ist der Typ, der diese komischen Notizen verteilt. Ich habe mich durch Rasputins Datenarchiv gesucht und einen blinden Fleck in seinem künstlichen Kortex gefunden. Da wurde nichts gelöscht. Sein Gehirn ist wie unseres aufgebaut. Es wirkt eher wie Verdrängung. Einige finden, dass gewöhnliche Sterbliche nicht in verdrängten Kriegsgeisterinnerungen rumwühlen sollten. Savala? Du bist weder gewöhnlich noch sterblich. Das ist übrigens ein ernsthaftes Kompliment. Wir werden dieses Rätsel gemeinsam lösen. Aha, guck mal nochmal. Meilenstein aktualisiert. Und ich kann diese Haka-Kure bekommen irgendwann. Was nicht besonders gut ist. Blö. Ein bisschen mehr schlaghaft. Ja, gut. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Ein neuer Quest. Wo ist er? Da ist er. Das ist noch ein Riesenschiff. Schon wieder zurück? Nee, ich bin noch gar nicht gegangen. Oh Mann. Manchmal sind die nervig. Wechseln wir nochmal kurz rum. Risk One Up. Ist doch perfekt. Ja, gut. Ich habe das Schwert. Aber egal. Gucken wir jetzt auch nicht mehr rein. Oh, ich kann Dingsbums-Protokoll starten. Das Escalation-Protokoll. Zurücktreten von der Kriegssatellit-Landeplattform. Ein Kriegssatellit ist gerade in der Gegend. Jo. Sollten Hüter diesen Kanal empfangen? Ich könnte eure Hilfe bei der Datensammlung gebrauchen. Die Schar darf den Kriegssatelliten nicht in die Klauen bekommen.
Kreatur in Schach halten. Viel zu viel schon. Das Schar-Unterdrückungsfeld ist aktiv. Hiermit kannst du die Schar in Schach halten. Leute, kommt mal raus da. Das Schar-Unterdrückungsfeld ist aktiv. Was du brauchst. Die Walküre ist online. Unterdrückungsfeld ist aktiv. Die Schar schickt einen Oger rein. Rasputin hat Angriffssubroutinen gestartet. Der Speer sollte jeden Moment hier sein. Wir kümmern uns drum. Empty. Tot. Muss die Kiste hin, verdammt. Alles in so kurzer Zeit geschafft. Super gemacht.
War doof. Gerade als die Kiste aufheben wollte. Naja, okay. Suchen wir mal die Rest der Geschichte da hinten. Ich habe mich durch Rasputins Daten gewühlt und bin auf ein ähnliches Muster gestoßen, das immer wieder auftaucht. Nach einigem Analysieren habe ich es endlich entschlüsselt. Es sind Koordinaten. Begebt euch mal dorthin und seht euch das an. Komische Kriegsgeistsäule, ein Schwarm wütende Schar, da kommt Freude auf. Stürzen wir uns ins Getümmel. Da kommen die Leibeigenen. Kaum Haut und Knochen, aber immer noch Ziel genug. Ach, hat ihn schon wieder getriggert. Ist doch kein Mensch da. Gibt es nichts, Anna. Warte, ich empfange eine einzigartige Energiesignatur. Das kann kein Zufall sein. Folge ihr. Wir müssen wissen, wohin sie führt. Ja, komm, machen wir mal mit. Ab Level 3 gibt es dann ein Dingsbums. Okay.
Okay. Man kann damit die Super auslösen. Cool. Wir laufen mal diesen komischen Knollenblätterpilzen hinterher, ja. Man könnte auch interagieren. Das ist eigentlich eine Region Chest noch hier. Die ist ganz hinter uns. Mal andermal. Hey! Das wollte ich eigentlich nicht. Aktiviert den Dwalin-Kern, okay. Achso, ich habe zwischendurch noch mal kurz was anderes gemacht. Okay. Ah, da, untersuchen. Anna, wir haben Ihre Quelle entdeckt. Meine Sensoren sagen mir, es ist ein Dwalin-Kern. Mal sehen, ob wir ihm Daten entziehen können. Da ist eine Referenz zu Ikelos. Eine Seriennummer und ein schwaches Signal geht von ihr aus. Starte Übertragung jetzt. Seriennummer passt zu einem Depot, das in der Datenbank als verschwunden markiert ist. Durchsucht das Gebäude. Es muss irgendwo sein. Ja, und so freuen die Kabals. Achso, okay, kenn ich. Okay, stimmt. Was haben wir denn gekriegt? 35er.
haben das Depot gefunden, aber es ist leer. Da war wohl die Rotlegion am Werk. Gibt's hier ein Fleckchen, das sie nicht komplett leergeräumt haben? Keine Sorge, wir finden sie. Ja, ja. Macht Geräusche. Hier ist auch noch so einer. Maschinen und Moral. Wir hoffen, innerhalb von 5 Jahrzehnten die vollkommene Autonomie unseres Verteidigungsnetzwerkes an Rasputin zu übergeben. Doch können wir einer künstlichen Intelligenz zutrauen, moralische Entscheidungen zu treffen? Möchtest du mehr wissen? Aber na klar. Autonome Fahrzeuge wurden erstmalig um den Anbruch des Millenniums gebaut. Zuvor gab es noch Millionen von Fahrzeugunfällen mit Todesfolge pro Jahr. KI-Programmierer jener Zeit sahen sich konfrontiert mit dem moralischen Dilemma, das einst nur ein Gedankenexperiment war. Ein selbstfahrendes Auto auf einem Kollisionskurs, der 5 Menschen das Leben kosten würde, hat nur eine umsetzbare Alternative, einen neuen Kurs einzuschlagen, der zum Tod eines unschuldigen Zivilisten führt. Damit eine Maschine eine Entscheidung über das Abweichen vom Kurs treffen kann, muss deren Schöpfer die unmögliche Aufgabe auf sich nehmen, individuellen menschlichen Leben einen objektiven Wert zuzuschreiben. Wie es sich zeigt, sind die ethischen Verpflichtungen von künstlicher Intelligenz weitaus komplizierter, als uns die Robotergesetze von Asimov haben annehmen lassen. Unsere Ingenieure bei Clovis Bray konzipierten während der Entwicklung unseres Kriegsgeistprojekts eine Lösung. Indem die ethische Entscheidungsfindung auf ein Blackbox-Moralsystem relegiert wird, kann der Kriegsgeist seine eigene Werteinschätzung nutzen, die selbst für seine eigenen Schöpfer undurchschaubar ist. Rasputin bestimmt Moral nach eigenem Ermessen, und uns bleibt dieser Prozess absichtlich verborgen, um dessen Objektivität zu gewährleisten. Okay. Das ist eine doofe Idee, ehrlich gesagt. Zu sagen, ach, mich interessiert die Moral meines Systems nicht. Ich gebe ja keine grundlegenden Sachen mit, sondern die soll gucken, wo sie bleibt. Und selbst entscheiden. Das hätte man anders machen können. Weil die Robotergesetze von Asimov sind eigentlich per se nicht schlecht. Ja. Ein Roboter darf niemals einen Menschen verletzen. Es ist eine der Regeln. Die andere der Regeln ist, ein Roboter muss jeden Befehl eines Menschen Folge leisten. Solange er die Regel mit dem Menschen nicht verletzen bricht. Und danach gibt es noch, Roboter sagt sich selbst erhalten, solange er nicht Regel 1 oder Regel 2 verletzt. Und damit hat man eigentlich alle Regeln drin. Und das für den Roboter.
So, ja, und es ist natürlich ein moralisches Dilemma. Tötest du fünf oder tötest du einen? Die Frage ist jetzt, wenn der eine ein Doktor ist, weltbekannt. Und nur er kann Leute heilen. Nimmst du denn den Doktor oder nimmst du die fünf Leute in dem Auto, die keine Ahnung was sind? Schwerverbrecher. Man kann dieses moralische Dilemma so hochzüchten, wie man will. Es bringt nichts. Im Endeffekt. Anna, wir haben dein... Keine Ahnung, was es ist. Die Daten sind verschlüsselt. Die Verschlüsselung ist eine Sequenz. Und zwar eine sehr vertraute. Aber das ist nur ein Teil. Es muss noch ein anderes geben. Wir können das hier benutzen, um das Fehlende aufzuspüren. Ja, also auf jeden Fall muss man dann halt gucken, weil man kann halt wirklich alles bis zum letzten Exzess irgendwie durch die Mangel treten. Aber man kann es halt irgendwie machen. Die haben es halt gelöst, indem man die Moral ganz wegpackt. So. Naja. Nimm mal das Arbeitstier oder nimm mal was anderes? Kabalkommander. Dann nimm mal was anderes. Kann ich auch. So. Schon wieder zu einfach. Also die Skyburner so aus ist geil geworden. Wir haben alles, Anna. Schicken wir jetzt die Daten. Das ist nicht nur eine zufällige Sequenz, sondern ein Algorithmus. Ich weiß wofür. Lauf zum Kern, ich erkläre es später. Okay. Guten Tag, Kern. Da oben ist auch einer. Boah, ey. Ach, da ist auch noch einer. Blaues Void, oder? Nein, das ist nicht Void. Arcus. Damit hat man Zugang zu allem in Rasputins Datenbank. Aber das ist noch nicht alles. Ladet die Datenkomponenten, die ihr geborgen habt, in den Kern. Frage ist, wer kommt jetzt? Char oder nicht Char? Diese Datenkomponenten sind nicht nur nutzloser Code, sondern Blaupausen. Und Rasputin kombiniert sie neu im Kern. Blaupausen? Für was denn? Ups.
Geil. Ah, Schwert. Was tut ins Geschenk? Okay. Was sich wohl darin verbirgt? Ein Teil meiner Vergangenheit. Kehre mit dem geheimnisvollen Geheimnis zum Rasputin zurück.
5. Schon wieder abgebrochen. So, und das ist ein bisschen komisch. Okay, Inventar. Hier ist nichts drin. Aufträge. Das ist mein Segel der Hoheit. Okay. Kehre zum Rasputin zurück. Okay. Gucken wir mal. Und machen gleich eine Pause. Bis gleich. So, da müssen wir hin. Ein Teil der Vergangenheit. Der einzige Weg, das Engramm zu dekodieren, ist, es zu Rasputin selbst zu bringen. Ich werde meinen Omnischlüssel in sein Netzwerk einbasteln, damit ich es aufschlüsseln kann. Es gibt ein Terminal mit direktem Zugang zu seinem Mainframe. Ihr zwei müsst den Omnischlüssel hochladen. Rasputin ist beschäftigt. Ja. Wald.
Mal der Große sich hin verpieselt. An irgendeiner komischen Konsole. Ah, ich muss jetzt Terminal verteilen, okay. Oh, danke schön. Der Omnischlüssel wurde hochgeladen. Auf zu Rasputin. Zeit, das Engramm auszupacken. Okay. Darf den Kriegssatelliten nicht in die Klauen bekommen. Ich habe genau, was du brauchst. Die Walküre ist online. Unterdrückungsfeld ist aktiv. Ich habe genau, was du brauchst.
Die Valkyrie ist online. Unterdrückungsfeld ist aktiv. Ich habe genau, was du brauchst. Die Valkyrie ist online. Mal raus da. Das Schar-Unterdrückungsfeld ist aktiv. Angriffssubroutinen gestartet. Der Speer sollte jeden Moment hier sein. Kriegssatellit sicher. Alles in so kurzer Zeit geschafft. Super gemacht. Kiste. So, auf zu Rasputin. Ich wollte gerade mal nachgucken. Automatikgewehr.
Ich dachte jemals an Zehenstiefel. Diese Firewall her. Sicherheitsmechanismus. Kabale dringt zu Rasputin vor. Die Kabale haben die Leitungen zu den Sicherheitsterminals getrennt. Ich schicke euch eine physische Kopie des Omnischlüssels. Mhm. Oh, schon mal besser geschossen. Und abgeschlossen. Jetzt können wir mit Rasputin sprechen und erfahren, was hier drin ist. Warte, da kommt was. Hmm.
Omnischlüssel hoch, dann können wir das Engramm öffnen. Guten Tag. Hehehe. Das ist nix. Und da auch nix. Bevor wir den Omnischlüssel hochladen, haben wir irgendwas bekommen? 335. Sind wir schon am Cap, ne? Abenteuerlich. Ja, der Grind, der wird noch kommen. Hoppla, es. Warte, sag nichts. Ich will es selbst sehen. Und was sehen wir hier? Außer, dass wir eine Waffe bekommen haben. Eine Handfeuerwaffe. Okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Verbessertes Nahtladen. Wenn Feinde in der Nähe sind. Toben. Okay. Seraphim-Kugeln. Projektile durchdringen Ziele und prallen. Okay. Reichweite, Stabilität. Reichweite, Stabilität. Ein bisschen besser. Okay, was ist das? Präzisionsgehäuse. Okay. Nicht zerlegen, anwenden. Das ist okay. Handfeuerwaffe. Reichweite 0. Nein, die Schlagkraft könnte besser sein. Was haben wir hier noch? Ein weiteres. 1 von 4? Oh. Es gibt 4 Seraph-Waffen. Aha. So, wir können wieder zur. Dings zurück. Zu Anna. Das Problem mit dem Toben ist, man braucht die Leute dafür immer.
Oh, die ist schon ganz rundlich. Oh, die Kiste. Weil die nicht wirklich hier hinpasst. Da waren sie auch mal wieder ein bisschen zu billig. Lasse ich Toben drauf oder nehme ich einen anderen? Ich habe Rasputins linguistische KI programmiert. Ich habe ihm seine ersten Worte beigebracht und den Rest formte er selbst. Das ist eine Antwort. Und ein Geschenk. Danke. Die Entwürfe, die du gefunden hast, sind etwas Besonderes. Meine Schwester Elsie und ich haben an ihnen gearbeitet. Ich möchte nicht mehr alleine arbeiten, wenn es nicht sein muss. Ich dachte also, du könntest mir helfen, die Arbeit abzuschließen. Na ja, klar. Okay, wir kriegen eine Dings. Schar und Kabal im Hinlandsbecken, diese Kabale mit Präzision schon mit dem Nikios. Okay, gut. Und wir kriegen die Prämie. Nahende Dämmerung. Dieses Mal so versucht sie zu sekretisieren. CB-NAV-System dafür konfiguriert, Daten für Kriegskreise zu reparieren. Es der Telemetrie von Mars Patrouillensignalen auszusetzen, könnte ein Modul ermöglichen, das zu finden, was es sucht. Patrouillen abgeschlossen, okay. Ein Questgegenstand. Die kann ich jetzt also auch kaufen. So. Tun wir dann mal weg. Unser hartes Licht brauchen wir nochmal. Kaltherz. Wenn ich was vergessen habe, dann lass es mich wissen. Naja. Was hat die nochmal für... Toben oder Nachladen? Na, Toben ist okay. Rasputin hat Angriffssubroutinen gestartet. Der Speer sollte jeden Moment hier sein. Die Schar darf den Kriegssatelliten nicht in die Klauen bekommen. Das Schar-Unterdrückungsfeld ist aktiv. Rasputin hat Angriffssubroutinen gestartet. Der Speer sollte jeden Moment hier sein. So, jetzt warten wir mal. Speer.
Unterdrückungsfeld ist aktiv. Die Schar schickt einen Ogre rein. Das Neuralnetz ist aktiv. Ich schick dir den Speer. Wir kümmern uns drum. Ach, verdammte Eisen. Ja, und der Canon Rob hat den Katalysten für die Traktorkanone bekommen. Das ist ein Random Drop mit einer ganz kleinen Chance. Und dann kommt man halt an solche Dinger. So. Wir müssen jetzt im Hellas Basin Zeug töten. Dann gehen wir mal dahin. Was haben wir noch? Die sind voll. Scharfschützen. 3, 5 haben wir schon. Wenn ich das nehme und mit dem vergleiche, dann hat die Zeichen der Gewalt. Ist die besser. Da kommen. Rüsten wir die mal auf. Eigentlich müssten wir die Dasi haben. Oh, was hat's? Ein Scout-Gewehr. Waffengespinst, oh, sieht auch nicht schlecht aus. Aber hat nur wieder Level drin. Ja. 3 oder 5 Schuhe. Okay, jetzt können wir anfangen wieder zu löschen. Oh. So, Kabal mit Kopfschüssen. Beziehungsweise Präzisionsschüssen. Bring zurück, was uns gestohlen wurde. Wir haben aber immer die gleichen Stories. So, was war nochmal das Ding? Die Aufträge. Schar besiegen. Kabale. Mit Dingsbums und Patrouille. Irgendwie ist hier kalt auf dem Ding. Ist auch weiter weg von der Sonne, wie ich es richtig im Kopf habe. Hä? Wo kommst du denn her?
schicke alles sofort zurück. Ja, wir gucken jetzt gleich mal nach dem Fragment. Oh verdammt, lass mich da hoch. Rasputin Waffenkammercode. Okay. So. Projekt CBNAF. Du hast ein Fragment einer Brain-Navigationsdisk gefunden. Öffne dein Verbrauchsgegenstand Inventar, um mehr darüber zu erfahren. Machen wir doch mal Inventar. So. Und wo? Fahr mit dem Cursor über dieses Fragment. Ich habe jetzt zwei davon. Kann es sein, dass das bei mir beim Postmaster gelandet ist? Es ist beim Postmaster gelandet. Also steht da drin, man kann immer nur eins machen. Ein kaputter Resonanz, keine Ahnung was, für den Projekt. Und man kann mehrere zusammen machen. Dafür müssen wir Platz haben. Okay. Kriegen wir hin. The next. Ach, da hat schon wieder einer das Protokoll getriggert. Echt, der da. Oh, die ist nicht schlecht. Unsere Feinde sollen für die Leben, die sie genommen haben, bezahlen. Jetzt mal wieder einer. Ah, eine Kiste. Also, Kisten wären nicht schlecht. Bei Kate müssen wir mal gucken. Und wie viel brauchen wir noch? Okay, ja. Das war's, der Quests, ne? Ja. Jetzt haben wir erstmal. Ja, jetzt müssen wir ein paar Feinde töten, das machen wir jetzt und dann. Oh, Mann.
wissen, dass all unsere Waffen noch funktionieren. Jetzt hat er mir noch irgendeinen Resonanzkerl und hat eine Poststelle geschickt. Doof. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Poststelle und hören auf. Ansonsten, weil irgendwie bringt er nichts. Gucken wir mal, was wir da haben und dann machen wir mal ein bisschen Platz. Aber wow, was gibt es eigentlich für Clan-Level? Okay, die kriegen wir auch noch in Season 3 und dann... Muss man gucken. So. Das klingt gar nicht gut. Ich sehe schon nach. Pistole... Impulsgewehr, weg damit. Die Pistole hätten wir auch direkt zerlegen können. Und hier muss ich irgendwas loswerden. Was kann ich am schnellsten loswerden? Schmelztiegel-Token. Aber die Frage ist für wen? Nee, Titan. Oder kann man die löschen? Die kommen. Da bin ich ja schneller zu Sloan geflogen, als die gelöscht zu haben. Hallo nochmal. Everversum ist nicht nur ein Titel, es ist eine Familienphilosophie. Immer weiter und immer. Ah, Gerhard Hitman 92. Hi, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ein bisschen Platz machen. Die haben zwar den Vault Space vergrößert, aber nicht den Charakter Space. Der ist immer noch bei 50. Bedeutet, wir müssen noch jede Menge Shader löschen oder halt ins Postfach legen. So, was hat denn Sloan für uns? Das altbewährte. Super, nichts Neues. Und natürlich 340er Ingrams. Mit dem Zeug. Ja, endlich. Das. Und das. So, jetzt sollten wir auf jeden Fall Platz haben.
Ja, zwei Slots hier. Und dann müssen wir noch auf. Wenn wir auf Nessus sind, müssen wir dann mal die Datenkristalle wegkriegen. Und die auch. Und dann halt mal EDZ-Token löschen. Dann kriegen wir 340er. Dafür kriegen wir dann. Jede Menge Zeugs und vor allen Dingen, wenn wir Glück haben, Legendaries, beziehungsweise nicht Legendary, sondern Masterwork. Die fehlen mir. Also 340er ist kein Problem. Automatikwaffe habe ich noch eine. Scout. Oh, ist mal wieder Stau. Das ist doch noch ein uriges Geschenk, was man hochleveln kann. Wir haben so viel Wissen im Krieg verloren. Eine Schande, dass wenn ich das vergleiche, dann hat die kleinere Reichweite. Die wird auch nachgeladen. Was will man damit? Nix. 40, 45, 35. Hast du Neuigkeiten für mich? 45, 40. Du weißt schon. Hub, schrapp, schrapp, schrapp. Hub, schrapp, schrapp, schrapp. Natürlich nicht. Nicht hier. So, 44. Nein, natürlich nicht. Also auf 45 zu kommen ist ja, sollte sehr einfach sein, wie man sieht. Wir haben so viele Hüter verloren. Aber der Rest wird halt ein bisschen schwerer. Ja. Mal hier was komprimieren. Du siehst nicht allzu mitgenommen aus. Ja. Hals und Beinbruch. So. Den Raketenwerfer. Und vor allem diesen Resonanzstamm. 0 von 4. Gucken wir uns gleich an. Applaus, Applaus. Rein damit. So. Und dann haben wir den Resonanzstamm. Jetzt haben wir schon zwei Stück. Das waren diese anderen Dinger, die hier rumgelegen haben. Wir wollen jetzt also noch weitere zwei. Und ich habe nicht gedacht, das wären die gewesen. Ich weiß, wofür die sind. Die sind cool. Glaube ich. Du musst gleich noch angucken. Also wir brauchen jetzt noch zwei davon. Und dann bekommen wir dann den Override-Code für diese Rauten. Und wir haben schon zwei von denen. Da kann man auch maximal drei Stück haben. So, Belfurts Beutezug, Scharfschützengewehr. Das ist komplett oben. Ja.
So, das wollte ich hochziehen. Und dann haben wir noch Schäder. So. Was kann ich für dich tun, Hüter? Opulentes Quatschen, das müssen wir auf jeden Fall gucken. Ja, das ist ja Kallus. Mit 400. Fängt dann weg. Den müssen wir haben, ne? Den Jade-Drachen müssen wir kaufen. Wenn wir nicht vorher kriegen. Wir warten einfach ab. So, was haben wir für ein Schiff? Fallen Scout. Oh, 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 oh. Das ist ja cool. Okay. Ja, das behalten wir auch. Der schattenhafte Eimer. Das sieht wirklich gut aus für den, mit dem Rauchen. So für den Scout. Okay. Ich habe heute noch nichts von Fenchurch gehört. Sollen wir dann anfangen? So. 44. Komm. Du wirst 45. 45, 45, 40. Vorteilstiefel. Und die sehen nicht so schlecht aus, die Beutig-Sachen. Ja. So. Das war's eigentlich. Ja, noch eine Karte holen. Eine Karte holen für Mars von Kate. Hast du dich verlaufen, Warlock? Das ist schon immer im Blau. Ja. Das gehört dir, mein Lieber. Ja, danke schön. Und dann würde ich sagen, ist Schluss für heute. Wie gesagt, morgen vielleicht dann nochmal Titan oder Hüter, nicht Hüter, Hunter, Jäger. Abhängig davon. Das Everversum steht dir zu dir. Achso, Netzwerke. Abhängig davon, dachte, was. Was es meine Jungs wollen. Wir kaufen das Ding mal. Weil man kann nämlich, glaube ich, nur. Ah! Die habe ich schon. Und die habe ich auch schon. So. Das meine ich mit dieser Knockout-List. Also die fallen dann halt raus.
So. Die Schiffe sind nicht schlecht, finde ich. Prinzipiell. Matrix aktivieren. Und noch ein zufriedener Kunde. Ein Körper wie ein junger Gott. Ja, super. Naja. Damit haben wir jetzt wieder eine. Da müssen wir mal ein bisschen gucken. Also eine haben wir noch. Muss man aufpassen, damit man nicht zu viel bekommt, weil es gibt ein Cap oben drauf. Der Jadedrache sieht blach aus. Also den Hammer im Endeffekt, ja. Wobei, mit Mars-Sonnenuntergang steht er. Aber den werden wir noch zweimal kaufen. Gehe ich mal von aus. Werden wir sehen, wenn wir den. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast. Charakter wechseln. Ja, und mit diesem Punkt danke ich euch allen, die ihr da wart. Oder ihr es nochmal guckt auf YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Immer weiter und immer ein neuer Morgen.